wo ich die meisten Schwierigkeiten sehe, ist bei der Interpretation. Das ist wirklich, das ist etwas, was man lernen muss. Man muss sehr viel gesehen haben, damit man das ein bisschen kennt. Und eben, unter anderem ist auch ein solcher Kurs gut, dass wir über solche Sachen reden. Gut, jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Der ist ein bisschen weniger trocken, da sind viele Beispiele und ich bin auch gerne bereit, wenn es zwischendurch Fragen gibt, diese zu beantworten. Der erste Patient. Das ist so ein Bild. Ich habe übrigens die Bilder, ich wollte selber welche machen und habe dann in unserer Patientenliste einfach mal auf A gedrückt und zufällig einen Patienten genommen und immer wieder einen Fall gefunden, was da schiefgelaufen ist. Was ist denn hier passiert? Der Patient hat geblinzelt im falschen Moment. Der hat geblinzelt und da hat es einfach nur noch die eine Ecke da erwischt von der Netzhaut und der Rest ist, das ist was anderes. Das ist Blinzeln. Das ist ein anderes Beispiel für Blinzeln. Jetzt aber, ich meine, da ist ein Scan. Wir haben den Scan. Aber er hat trotzdem geblinzelt. Er hat eben geblinzelt beim Infrarotfoto. Jetzt die Schwierigkeit, das Problem beim Ganzen ist, dass wir hier nicht genau wissen, wo dieser Scan durchgeführt wurde. Das ist das Problem. Es ist immer gut, wenn wir beide Bilder haben. Was man hier sieht, ich denke, das geht Richtung Papille. Das sind zwei Sachen, die mir das sagen. Das ist diese Hyperreflexion hier unten und diese dickere Nervenfaserschicht hier. Das sagt, das geht Richtung Papille. Und diese Konfiguration gibt es eigentlich nur in der Makula. Nur die Makula kann so anschwellen, aufgrund der Morphologie. Das heißt, wir sind in der Makula. Und wir haben da auch eine epiretinale Membran, da ist eine Pathologie da. Was wurde gemacht? Es wurde einfach nochmals ein OCT gemacht und wir wissen jetzt, wo es durchgeführt wurde. Das heißt, wichtig auch, also es kommt nicht nur auf das OCT-Bild an, sondern auch eben, wo es durchgeführt wurde. Und eines der Punkte ist, einfach dem Patienten sagen, jetzt nicht blinzeln, wenn die Untersuchung durchgeführt wird. Oder sagen ein paar Mal blinzeln und jetzt ganz ruhig so bleiben. Dann zum Thema, der OCT-Schnitt ist schräg. Also wir haben ein solches Bild. Und was ist das? Hohe Myopie. Ja, das ist sehr wahrscheinlich Myopie. Also das ist kein Artefakt. Okay. Und wir haben, das OCT wurde nochmals durchgeführt und der Punkt ist einfach, die Fovea, wenn möglich, in die Mitte zu kriegen, dass wir am meisten sehen von der Makula. Und das da ist das Bild, das nachher nochmals durchgeführt wurde. Wenn man sowas hat, und das ist, die meisten Geräte sind sehr gut beim emmetropen Auge, aber sobald es ein myopes Auge wird, dann können Probleme auftreten. Und hier haben wir mehrere Probleme, die auftreten. Also warum ist das überhaupt schräg? Ein Auge ist normalerweise quasi rund, aber wenn wir bei hoher Myopie oder bei einem posteriores Staphylom haben, dann sind eben, das ist das Auge nicht mehr so ganz rund. Und dann ist es effektiv so, dass unsere ganzen OCT-Schnitte schräg sind. Und das bedingt eben, dass schlussendlich, dass wir so einen schrägen OCT-Scan haben. Was hier vielleicht noch zu erwähnen ist, das OCT ist nicht Histologie. Das ist keine Histologie, das sind Reflexbilder. Okay? Und das sind einzelne Schnitte, einzelne Lasermessungen, die durchgeführt werden. Und schlussendlich ist es eine Kombination vom Ganzen. Und wenn wir hier so einen schrägen Schnitt haben, ist das meistens in der Natur nicht so schräg. Das ist immer übertrieben. Nun, dieses schräge OCT-Bild bringt uns in Schwierigkeiten, wenn wir das sogenannte Mapping anschauen. Wenn wir die Algorithmen vom Gerät dann fahren lassen und dann sehen wir zum Beispiel so ein Bild bei der dicken Messung. Und da würden wir sagen, okay, hier wäre fast keine Netzhaut, wenn es so gräulich ist und hier haben wir noch Netzhaut. Aber wie wir sehen, haben wir überall Netzhaut. Dann der zweite Punkt ist eben dieses dreidimensionale Bild. Das ist das, was Peter Malocca vorher im
in seinem Beispiel gezeigt hat. Das ist auch ein Bild, das ich gerne den Patienten zeige, ein bisschen drehen lasse, ein bisschen Spielerei, aber trotzdem, es ist für den Patienten ein bisschen besser als nur dieses Farbcode. Und das nochmals das Bild. Ihr seht hier die Gefäße. Ihr seht, dass eigentlich hier nur hier Netzhaut gemessen wird. Und warum? Und zwar, das Warum ist eben wegen diesem Algorithmus. Das Gerät misst die Netzhautdicke. Und wenn Sie jetzt diese weiße Linie da anschauen, das sollte die innere Netzhautschicht sein. Und hier funktioniert es noch, hier hat er den Faden vollständig verloren und hier ist er dann irgendwie woanders hingekommen. Und darum erscheint dann das Bild bei dieser Mapping-Untersuchung ganz anders. Darum haben wir hier ganz, ganz, ganz dünne, sagen wir Netzhaut, gegen in diesem Bereich etwas dickere Netzhaut. Das ist der Grund. Das heißt, ein schräger OCT-Schnitt kann dazu führen, dass wir die Netzhautdicke auch falsch beurteilen. Der zweite Punkt, das ist nicht sehr wesentlich, aber die Dicke wird so gemessen. Also die eigentliche Dicke ist ja so. Wir müssten in diesem Bereich messen, um zu sagen, wie dick das ist. Das Gerät misst aber genau so, wie es schaut. Das heißt, von hier nach hier. Okay? Das gibt eine kleine Veränderung, aber einfach, es gibt eine Veränderung. Und das ist mitunter auch verantwortlich, dass wir solche Bilder haben. Also das Fazit von diesem Beispiel ist, das OCT-Gerät analysiert die Schnitte anhand eines Algorithmus, also das ist ein fest eingebauter Algorithmus, und die Qualität des Einzelschnittes hat Einfluss auf die Gesamtbeurteilung der Befunde. Und das ist einer der wichtigen Punkte. Nun zum vierten Beispiel. Der kam, weil er nicht so gut sah. Und da haben wir das. Und da fragt man sich, spielt uns das OCT hier einen Streich oder was ist das wieder für ein Problem? Haben wir was falsch gemacht? Schwierig. Wir gehen zum nächsten Bild, also zum Bild, wo wir den Augenhintergrund haben. Und wir sehen, dass es hier so eine kreisrundes dunkles Areal haben. Fragen wir uns ja, was ist dann? Gucken wir uns mal die anderen Bilder an und dann sehen wir plötzlich auf einem dieser Bilder ein Makulaforamen. Ein Makulaforamen in diesem Areal. Und jetzt, was ist das? Weiß jemand, was das ist? Ein posteriores Staphylom. Das ist ein posteriores Staphylom, das wirklich das Auge macht dort hinten so wie einen kleinen Becher. Okay? Wirklich wie ein kleiner Becher und dieses dunkle Areal von vorhin, das ist dieser Becher, der einfach nach unten geht. Und das Dumme ist, das ist nicht, also hier hat, könnte man sagen, wäre es eine Schiesis, aber wenn man das sieht, ist es ein Makulaforamen, wo das Zentrum langsam abgehoben ist. Eine sehr ungemütliche Situation. Auf jeden Fall, die Interpretation ist hier ganz wichtig. Also man muss wissen, was wir sehen. Also das ist effektiv, das ist dieser Becher. Wenn wir das sehen, wo plötzlich der Augenhintergrund so sein soll, das stimmt auch etwas nicht. Müssen wir auch wieder ein bisschen interpretieren. Es ist so, also so eine Ecke, das ist sehr unwahrscheinlich am Augenhintergrund. Und was wir sehen hier, ist eigentlich nichts anderes als eine Umkehrung. Also es ist nicht ein Spiegelbild, sondern das Ganze wird einfach so umgedreht. Eigentlich würde das noch ein bisschen weiter nach oben gehen. Und das ist typisch bei OCT, wenn man nicht richtig auf der richtigen Ebene ist. Und da muss man ein bisschen spielen. In diesem Fall kann man gar nicht spielen, weil der ganze Becher ist so groß, dass wir, wenn wir überhaupt den Becher haben wollen, dann wird uns dieses Areal sofort gespiegelt. Das ist ein Artefakt. Gut, und dann eben in einem solchen Bereich kann man das Mapping kaum durchführen. Das gibt uns überhaupt keine Resultate. Wir sehen hier auch die Messung, die weiße Linie, die innerste Schicht und die schwarze Linie, die äußerste Schicht, und da weiß eigentlich gar nicht, wo messen. Und darum können wir verwerfen, das demnach auch. Und eigentlich ist das da absolut unnütz in einem solchen Fall. Da ist der einzelne Scan viel, viel wichtiger. Also,
zum nächsten Punkt, der gleiche Patient, die Papille. Und ihr seht, dass auch hier, das ist ein äußerst schwieriges Unterfangen, da ein gescheites OCT hinzukriegen. Es ist effektiv bei den myopen Patienten sehr schwierig. Und wenn wir den ganzen Augenhintergrund des Patienten mal mit OCT anschauen, dann sieht das so aus. Das ist dieser Becher und dann so. Also effektiv sehr unebener Augenhintergrund. Und diese Patienten sind wirklich sehr, sehr schwierig. Das war übrigens nach der Operation. Und die sind wirklich sehr, sehr schwierig zu messen. Beim emmetropen Auge geht das einiges besser. Gut, Fazit. Wie gesagt, emmetrope Augen, das sind die einfachen. Das andere ist Challenge.